ganzer Saal voller Frauen. Ja, wo sind wir denn hier? Was ist denn hier los? Neujahrsempfang von der Landfrau Filmer. Stimmt, hier sind wir bei Kaffee und Kuchen auf dem Neujahrsempfang der Landfrauenfilmer und wie jedes Jahr ist es ihnen gelungen, für besonders gute Laune und gute Unterhaltung zu sorgen. Mit der Kiesseire fertig. Naja, in der Zeit wird noch Sonnenbrachtung mit fertig sein. Zu Gast ist das ausgezeichnete Mundartduo Busseldander aus Bonn-Baden. Warum siehst du mir das so nicht? Es sei die Landfrau, wo Filmer die Ruhe in Neujahrsempfang hängt. Oh, Mädchen, Gott, die ganze Welt, das geht doch manchmal ins Dorf, ey. Jochen Strunk und Klaus Wolf gelingt es, das alltägliche Leben mit perfektem Dialekt und ihrem einzigartigen, trockenen Witz humorvoll auf die Bühne zu bringen. Jetzt kommt doch wo! Ey, das ist halt eine wahre Pfeifrage. Und warum musst du und oben... Ich will die Pelle gegeben und ich will die Mühle ab oben. Dabei bleibt zur Freude der Busseldande kein Auge trocken. Doch was heißt das eigentlich, Busseldande? Ja, Busseldande ist ein Begriff aus dem Hugenottischen, also wo wir herkommen. Bei Braunfels sind viele Hugenotten damals angenommen worden vom damaligen Fürst und dadurch sehr viele Begriffe aus dem Französischen. Und das kommt auch irgendwie daher. Das heißt, fahrende Künstler, Gaukler, Zigeuner, fahrendes Volk. Und so sind wir ja auch. Wir fahren ja darum und machen irgendwie unsere Geschichte und dadurch passt das ganz gut. Hier will ich mal was sagen. Und der kannst du dem mal ein Beispiel nennen, der hat ihre Kies schon fertig hauen. Nur guck mal auf die Augen, da ist auch Zeit fair. 2019 ist das Jubiläumsjahr von Jochen Strunk und Klaus Wolf, denn bereits vor 25 Jahren haben sie das erste Mal mit einem Sketch auf der Bühne gestanden. Wir haben auf einer Freilichtbühne in Bonn-Baden haben wir in einem Stück mitgespielt und da kam dann irgendwie die Frage auf, für einen anderen Verein zu einer Feier was zu machen und dann haben wir gesagt, naja, wir machen das. Dann haben wir uns die alte Kittel von der Nachbarin geholt, ja. Gell? Haben uns angezogen und haben so einfach ein Zwiegespräch gemacht und... Ach, mir lang, Ogedo! Was sind mir alles nicht, was ich Odo will? Ja, und danach haben wir dann festgestellt, das ist unser Ding, das müssen wir machen. Und dann wurde es halt immer größer, also im Laufe der Zeit. Und daraus sind wir direkt auf eine Feier gebucht worden. Und so ging es von Feier zu Feier bis heute. Und dann haben wir angefangen, ganze Abendprogramme zu schreiben. Und mittlerweile gibt es, glaube ich, 30 Geschichten verschiedene. Und viele verschiedene Personen. Was? Kaufen wir doch mal nach draußen! Gerade erst letzte Woche ist Jochen Strunk und Klaus Wolf eine große Ehre zuteil geworden. In einem feierlichen Akt überreichte ihnen Staatssekretär Burkhardt die Ehrenurkunde für Kunst und Kultur des Hessischen Ministeriums für Wissenschaft und Kultur. Es war sehr überwältigend, ja, die ganze Geschichte. Ganz großartig. Wir hatten eine schöne Feierstunde und das war sehr würdig. Und die Leute haben uns so gefeiert und haben uns so gratuliert und haben gesagt, das wäre so verdient. Und also es war eine wahnsinnige Würdigung und hat uns sehr ergriffen. Ja. Also da sind wir sehr dankbar für. Ja, das war halt vor allem, weil wir es wohl schaffen, die Mundart so lebendig rüberzubringen. Also jetzt nicht in Gedichtform oder in Liedern, was ja auch schön ist. Aber wir holen sie so ins Heute, ja, weil es ist ja wirklich aus dem Alltag schon fast weg. Und außerdem, ich vertraue ja alles nämlich, gell? Ich vertraue, was hat der Schneider gesagt? Die hessische Mundart liegt Jochen Strunk und Klaus Wolf schon sehr am Herzen. Ja, sehr. Die muss erhalten werden, die muss öffentlich gemacht werden, die muss gesprochen werden. Die Eltern müssen ihre Kinder dazu wieder animieren, Platz zu schwätzen. Das war auch Teil unserer Rede da bei der Preisverleihung. Das ist halt ganz, ganz, ganz wichtig. Sollte Mundart auch in der Schule wieder gesprochen werden? Das wäre ganz toll. Unbedingt. Also mein Anliegen wäre es. Ja. Also ich finde auch, mit der Mundart verbunden ist ja auch die Lebenskultur der Vorderen. Also viel nachhaltiger wie heute und besser mit allem umgehen, die Natur mehr schätzen. Und ich finde, das gäbe ein schönes Fach mit Mundart zusammen, dass die Kinder die Gatte machen oder vielleicht sogar irgendwo Viecher halten und mal wieder merken, wo die Wurst herkommt. Also ich finde, da liegt viel mehr drin, wie jetzt nur der Witz oder die Mundart an sich. Also da gehört viel mehr gemacht, weil in den Familien kommt es, glaube ich, nicht mehr rüber und die Schulen schaffen es halt auch nicht mehr. Aber da müsste ein richtig generelles Schulfach geben, finde ich. Also bei Jüngeren vor allem, die kommen nach unseren Mundartabenden oft auf uns zu und sind richtig böse mit ihren Eltern, warum sie das nicht können. Da liegt so viel drin, die wollen das so. Ich meine, das ist ja auch Herkunft, Heimat, das hält und trägt und
beruhigt. Und ich meine, wir haben so eine verrückte Welt gekriegt, da ist jedes platte Wort eine Wohltat. Also ich war ja so weit, wirst du noch nicht. Aber das war nicht am Rand. Das war das Barry. Ja, und was willst du? Hat mich auch gemeldet. Ich habe mich mal abgemeldet. Ja, wir machen ja auch alles selbst. Er hat ja diesen schönen Abend entwickelt irgendwann. Also da haben wir mit einer Blaskapelle und einem schönen Essen einen Abend gemacht. Also es war so ein Rundumpaket, gab halt Kochfleisch mit mehrheitlichen Wäschegemäus. Das Ganze gab es in Schüssel auf dem Tisch, damit die Leute halt eben auch mal kommunizieren müssen. Hey, gib mir mal die Kartoffeln, gib mir mal das Gemäus. Und so kamen die dann auch ins Gespräch. Und wir haben dann halt zwischendurch ein paar Sketche gemacht, haben mit der Kapelle Lieder gesungen, die haben Musik gemacht. Das war so ein Rundumpaket und das kam halt auch sehr gut an. Westfreier war. Ja, Westfreier war. Es war ein Schienenrot Westfreier. Hat die Leute euch auch gedacht. Ja. Weiße Decke auf dem Tisch, alles genau. Frei, Oschi. Oder mal kriegt ihr ja immer einen Fasernachtsorden, bei uns kriegt er was anderes für die Gesundheit. Kleines Fläschchen. Ui, das konnte man brauchen. Die Villmerer Landfrauen hatten ihren großen Spaß und wünschten sich die Busseldande bald wiederzusehen. Hey, Rogerchen, dann brechen wir nachher mal an jetzt. Und wer weiß, vielleicht wird es schneller ein Wiedersehen geben als erwartet. Das war ein Schieber auch. Ja. Hey, Schieber. Ja. Doch zunächst stehen bei den Landfrauen andere Termine an. Wir haben im Februar einen Vortrag über Ritterspitz, war mir normal auch nicht bekannt, aber das muss man anscheinend wissen, dass man damit Umschläge machen kann, kann den innerlich verwenden. Ich bin mal gespannt, man lernt ja immer was dazu bei den Landfrauen. Und was wir auch geplant haben, das ist dieses Jahr, fahren wir am 23. März nach Frankfurt die neue Altstadt besichtigen. Wir wollen dann auch mal da eine Führung machen, mal gucken, was es da Neues gibt, wie das alles entstanden ist. Am 28.06. ist ein Treffen geplant mit dem Bezirks, also mit den Frauen vom Bezirksverein Wetzlar in Braunfels. Da soll eine Schlossführung stattfinden und nachher gemeinsames Abendessen mit Austausch. Mitglied der Landfrauen zu sein, heißt nicht nur schöne Ausflüge mitmachen zu können, vielmehr hat der Landfrauenverein schon ein hohes politisches Gewicht. Es ist ganz wichtig, dass die Interessen der Frauen vertreten werden, egal ob auf dem Land oder in der Stadt. Es gibt immer noch Ungleichheiten, zum Beispiel, dass der Lohn für dieselbe Arbeit nicht gleich honoriert wird, dass die Mütterrente oder die Frauenrente halt niedriger ist. Das macht sich ja im ganzen Berufsleben auch bemerkbar, wenn man in frühen Zeiten nicht denselben Lohn bekommt wie der Mann. Das macht sich auch später bei der Rente bemerkbar und das ist halt wichtig. Der Landfrauenverein beschränkt sich dabei nicht nur auf die Landwirtinnen und Bäuerinnen. Alle Frauen, die hier leben, sollen profitieren können. Auch die jungen Frauen und Mütter werden auf breiter Ebene unterstützt und gefördert. Wir haben zum Beispiel hier in Villmer eine Kindergruppe, das sind die Landkids. Da haben sich zwei junge Frauen aus dem Vorstand bereit erklärt. Die betreuen die bieten verschiedene Aktionen an, wo die Kinder auch vieles näher gebracht kriegen. Zum Beispiel beim Bäcker waren die oder waren auf der Bank und haben erklärt gekriegt, wie der Lauf des Geldes ist oder mit der Försterin im Wald. Dann haben wir, was wir jetzt neu, das ist aber auch auf Kreisebene, die junge Landfrauen wollen wir ins Leben rufen, dass wir speziell auch Angebote für junge Frauen anbieten. Es ist nämlich nicht selbstverständlich, es gibt Orte, wo nur wenige junge Frauen sind und die kommen eher, wenn sie an ein Programm nur für junge Landfrauen angeboten ist. Und wir hoffen halt, dass die über diese junge Landfrauen sich auch für den gesamten Verein öffnen. Das heißt also, es ist Bedarf da. Und da wollen wir auch den jungen Frauen entgegenkommen, dass sie untereinander sich auch mal austauschen können. Wer sich nun zu den Landfrauen weiter informieren oder gar Mitglied werden möchte, findet im Internet unter www.bezirkslandfrauen-walburg.de alle notwendigen Informationen. Es ist halt Angebot von Frauen für Frauen und dass man da voneinander profitieren kann.